Ansonsten wollte ich heute Abend auch ein bisschen was von mir erzählen. Ne, wie geht's mir so? Was ist gerade bei mir los? Ich kann jetzt Englisch. Vielen Dank. Wow. Danke. Ich merke, ihr seid leicht zu begeistern. Genau diese Atmosphäre brauche ich. Ich meine, viele werden sich jetzt fragen, wieso kann er erst jetzt Englisch? Es ist so, ich habe in NRW Abi gemacht. Und das ist auch schon die ganze Erklärung. Hat hier jemand in NRW Abitur gemacht? Boah, sind es viele. Nee, hat jemand eine schlechte Note gehabt? In Englisch, du? Was hattest du? 3 Punkte. Geil, dass du auch noch in Punkten rechnest, damit du nicht sagst, ja, war eine 5. 3 Punkte, okay. Wie heißt du? Felix, der Glückliche, ja. Du hast schon sehr früh auf dein Glück gesetzt, einfach. Ja. Und ja, das heißt, du kannst kein Englisch. Ja, ja, das geht. Ja, Felix, ist doch gar kein Problem. Felix, wir machen das so. Ich werde für dich, das wird für dich heute ein barrierefreier Abend. Ich werde einfach übersetzen. Ja, was denn? Ein Publikum ist immer nur so stark wie sein schwächstes Glied. Ne? Und in dem Fall heißt es Felix. Ist doch in Ordnung. Voll Felix. Ich kann jetzt also Englisch. Warum kann ich Englisch? Ich bin jetzt in so einen Berliner Freundeskreis geraten. Und das sind dann schon so Leute, die machen dann gerne mal so Netflix-Abende und die gucken dann schon gerne im Original. Im Original ist schon wichtig, auf Englisch, ne? In der Synchro geht so viel verloren. Verstehe ich teilweise gar nicht mehr. Deutsch. What are they saying? Ist doch okay, Till, wenn wir auf Englisch gucken, oder? Kannst du auch Englisch, oder? Yes! Ich habe 3 Staffeln Breaking Bad gesehen, nichts verstanden. Ich habe irgendwann nachgeguckt, worum es geht. Ah, Drogen! Ich habe mich schon gefragt, warum machen die so ein Geschiss um das Waschmittel? Aber so wird ein Schuh draus, ja. Ich habe also wirklich, ich habe wirklich viele Serien gesehen und das hat dazu geführt, dass ich wirklich jetzt Englisch kann. Und das heißt, ich verstehe jetzt englische Songtexte. Und das würde ich gerne wieder rückgängig machen. Das ist ja furchtbar. Also ich verstehe zum Beispiel einen Lieblingssong von mir, den ich immer hatte, 99 Problems von Jay-Z. So, ne? Also, früher habe ich immer verstanden, I got 99 problems. Und war okay für mich. So, also Jay-Z und ich, wir hatten eine richtig gute Zeit, muss ich sagen. Nee, weil ich mir so gedacht habe, so, ja gut, er rappt darüber, dass er 99 Probleme hat. Mutig. Ne? Dass er so ehrlich ist und sagt, nee, das spreche ich mal an. Ne? Und ich finde auch toll, dass er da so ein genauer Typ ist. Dass er nicht so sagt, so, komm, das sind so roundabout 100. Sondern genau 99. Achso, Felix, roundabout. Machen wir nicht. Ungefähr. Na, da merken wir beide schon, das wird wohl ein Running Gag heute Abend. Also ein Witz, der sich immer wiederholt. Felix, keine Sorge, ich werde das nicht den ganzen Abend machen. Ja? Ich sag mal so, wenn Verständnisfragen sind, meldest du dich einfach, ja? Proaktiv. Gut. Ja. Ich kann jetzt Englisch und jetzt verstehe ich also die ganze Line. Er rappt ja, I got 99 problems, but a bitch ain't one. Was so viel heißt wie, ich habe 99 Probleme, aber kein Problem damit, eine Schlampe klar zu machen. Ja, dann habe ich mir gedacht, ach guck. Da kennt er also nicht nur seine Schwächen, sondern auch seine Stärken. Der hat beim Vorstellungsgespräch ja erstmal viel zu erzählen. Ich glaube nicht, dass der Jay-Z das sexistisch meinte. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der wollte sagen, ich habe 99 Probleme. Das eigentliche Problem in der Gesellschaft ist doch Sexismus. Ja, das war einer der ersten feministischen Rap-Tracks der Welt. Toll.
Ja gut, oder der meinte das vielleicht so ein bisschen sexistisch. Ja, dass der das so, ja, dass der so Ego-Probleme hat, das könnte ich mir gut vorstellen. Dass der sich denkt, wenn eine Frau auf mich steht, dann lässt sie wirklich alle ran. Genau, traurig. Bin ich auch empört. Ne, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, ne, dass der so Ego-Probleme hat und sich fragt, so, wer steht wirklich auf mich? Ja, bin ich gemeint oder nur mein Erfolg? Das ist einsam im goldenen Käfig des Erfolgs. Ich kann das gut nachvollziehen. Und ich glaube, dass Jay-Z schon mal eine Therapie gemacht hat. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Und spannend finde ich dann an dem Setting Therapie, wie geht der Therapeut damit um? Also du weißt, da kommt so, das ist einer der reichsten Rapper der Welt. Ja, der reichste Rapper der Welt kommt in meine Sprechstunde als Therapeut. Ja, und da kannst du ja nicht sagen, boah, krass, Jay-Z, hallo, kann ich ein Autogramm haben? Kannst du nicht machen. Ja, du musst cool sein. Du musst sagen, ich habe die Situation unter Kontrolle. Also spielst du cool. Jay-Z kommt und du sagst, ja, Herr Z, wo drückt der Schuh? Glaube ich übrigens, wenn ein Therapeut sagt, wo drückt der Schuh? Kein gutes Zeichen. Und er sagt dann, ja, also ich habe 99 Probleme. Mhm. Denkst du dir als Therapeut natürlich innerlich Jackpot? Das ist eine Langzeittherapie. Und der Typ hat Geld. Sagst du aber nicht. Du sagst Pokerface, sagst nur, mhm. Ja, aber Anfang an, alle Zweifel auszuräumen. Ich habe kein Problem damit, eine Schlampe klar zu machen, okay? Mhm. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ja. Ja, das ist ja meistens die Frage, ne? Also Schizophrenie, Depression, schön und gut, aber kannst du eine Schlampe klar machen? Erst dann bist du psychisch intakt. Also das habe ich immer gemacht, einen Witz. Ja, und dann habe ich jetzt neulich mal Sabine gefragt, ob das okay ist, eigentlich den Witz zu machen. Ja, und dann hat Sabine gesagt, also Sabine muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt so eine Freundin von mir. Ja, das ist jetzt so eine klassische Sabine. Ja. Also es gibt ja immer so einen Freundeskreis, meistens so einen Freundeskreis, die dann sagt so, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Ne? Wo man sich denkt, ja, aber du bist nicht der Beweis. Herzlich willkommen zu Till Reiners Endcard. Hier kann man es abonnieren. Hier gibt es andere Videos, die man sich angucken kann. Das war's auch schon wieder bei Till Reiners Endcard.